Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jawohl, wir verzaubern jetzt hier weiter und zwar verzaubern wir jetzt den Rest schnell bis 100. Ich habe das jetzt mal ein paar Punkte hochgeskillt, so dass ihr da nicht alles sehen musstet. Ein Level haben wir schon gemacht. Und ich hoffe, Affe hat mir die Punkte aufgehoben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber jetzt sind wir gleich auf 100. Ich hoffe, das schaffen wir mit den letzten vier Dinger. Denn ab dann bis 101. Ich kann das nicht bis 101 skillen. Zusatzeffekt. Du kannst deinen Zauber auf ihn wirken. Wir haben da nichts reingeskillt. Wir haben da nichts reingeskillt. Das ist ja voll dumm. Egal. Entzaubern. Ja, also wie gesagt, wir haben ein paar Sachen hergestellt, ja? Naja, gut, fangen wir mal an mit der Verzaubern. So, wie verzaubern wir dich? Wir können dir auf jeden Fall Gesundheit verstärken und Heilungsrate verstärken. Steigert die Gesundheit und Gesundheit regeneriert sich schneller. Seelenstein, mächtiger Seelenstein. Ja. Dann Gegenstand, du kannst Handschuhe verzaubern mit einhändig verstärken und einhändig verstärken, 24% sowie Schlossknacken oder Tragfähigkeit. Tragfähigkeit, komm, mach mal hier Tragfähigkeit, mächtig. So. Oh Gott. Dann was? Oh. Wir müssen das Zeug alles verkaufen. Schattenstiefel, den Rucksack und die Krone. Passt dir dann. So. Was wollen wir jetzt? Ach, die Schattendinge, die werden dann los. Ja. Wir müssen da wieder nach oben. Und dann wieder den Kriegerstein aktivieren, ja. Also gut. Hier beherrscht ein paar Zaubersprüche. Ich habe hier die besten Waffen und Rüstungen. Mhm. Hey. Ja. Vergiss nicht auch drinnen reinzuschauen, okay. Falls sie etwas braucht. Hallo? Mach auf die Tür. So, jetzt verkaufen wir alles. Jetzt klappern wir mal nicht, alles. Ja, sei still. Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So. Wir verkaufen natürlich hier ihm die ganzen Bahnen wieder. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Denn dann können wir gleich wieder eine zweite Rüstung bauen. Und ich helfe mein. Sag mal, verfolgst du mich überall hin? Dann können wir eine zweite Rüstung bauen. Ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Ja, schenke ich ihm. Es war mir braucht eine Freude mit euch geschafft. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass ich Eisendolche so teuer machen kann. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Hm. Sagen wir einfach, ich berate. Raus damit.
Was machst du? Also gut. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Mein Gott, da werde ich verfolgt. Oh Leute, wir haben Vulkanglaszeugs. Ja! Und wir sind Verzauberungskunst auf 100. Seht euch nur gründlich. Die Verzauberungen sind zwar noch nicht so gut. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Für das reicht's, ja. Ja. Bitte kommt wieder. Für das reicht es, ja, denn wir müssen jetzt noch ein bisschen reinskillen auf jeden Fall in Verzauberungskunst. 4 Punkte. Ihr die seht etwas vier, ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. So überhaupt nicht. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. So. Wenn ihr ein Heilmittel braucht. Ja, ja. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Nee, haben wir nicht. Immer einen Fall von besserer Ausrüstung. Was haben wir denn für... Jetzt ganz kurz gucken. Rüstungswert, ja. Wenn wir jetzt... Minus 45... 90... 153 Rüstung. Also wir halten jetzt schon wirklich mehr aus, ja. Also... Da kann uns jetzt eigentlich keiner mehr kommen. So. Ich habe eine Menge Stahl zu... Preist die Götter. Ja, ja. So, von dir kaufen wir wieder. Zack. Dietrich. Du bekommst von mir jede Menge Ramsch. Bis du kein Geld mehr hast. Oh mein Gott. Ey, dass wir damit nicht Dingen skillen können. Redekunst, dass wir jetzt da keinen Punkt bekommen haben. Bin ich ja schon richtig frevelhaft. Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Die Geschäfte? Ja. Eure Kinder? Ja. So. Sogar euer Leben. Ich werde, wir werden jetzt, ja, da wir das eigentlich soweit erledigt haben. Das, was ich eigentlich machen wollte. Mein Plan war, ja, für 3 Folgen, was ich jetzt aufgenommen habe, eine Vulkanglasrüstung zu machen. Haben wir geschafft. Und ab jetzt werden wir erstmal gucken, wie unser Vampir-Dasein weiter verläuft. Denn bis jetzt bringt uns die Rüstung nicht viel, da uns die Verzauberung von der Brustrüstung zum Beispiel am Tag gar nichts bringt. Eure Augen gefallen. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Kannst du haben. So. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Dann werden wir jetzt noch kurz nach Tundragut gehen. Ganz kurz, einen kurzen Abstecher. Und zwar in die Lagerhalle unten einmal A, Pfeile wegpacken. Die Special-Pfeile, die was wir in der Zwischenzeit wieder haben. Dass wir die nicht wieder, zack, aus Versehen verschießen. Wie die Bolzen oder sowas, das tun wir alles, war glaube ich in dieser Kiste hier. Genau. Da, Waffen. Zack. Orkische, okay, die orkischen Pfeile behalten wir und die Bolzen, was da drin, die sammeln wir jetzt erst. Zwergenpfeile, okay, wir benutzen erstmal kurz die da. Dann Schatulle, sonstiges. Hier wiegt nämlich auch was, ja. Zack. Kann man, aber und auf jeden Fall 400. Ja, stimmt. Die Tragekraft. Gar nicht so verkehrt. Biene. Hat er nicht?
Doch, hier. So. Die Seelensteine packe ich oben auf jeden Fall wieder rein. Ja. Ja, das doppelte Zeugs packen wir hier mal rein, wie... Nee. Hallo? Questobjekte. Achso, das ist ein Questobjekt. Geisterklinge. Oh, den Zuschlagring haben wir nicht mehr. Bumm. Und uns fehlt eine Kette, kann das sein? Dann ziehen wir die dabei mal an. So. Dann hätten wir das. Dann legen wir hier wieder die gesamten Steine ab. Ja. Ja. Nein. Okay. Ja. So. Alle Dinger. So. Schön. Ah, Leute. Gleich haben wir's. Rein theoretisch. Müssten wir Moment. Ein theoretischer Schmiede. Setz an. Müssten wir ja. Mach sie still. Sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Stiefel. Na komm, also wenn schon, denn schon, ja. Dann verzaubern wir die jetzt auch nochmal richtig. Und mit Tragekraft und was weiß ich, Schleichenverbesserung. Dann hätten wir das nämlich auch. Nee. Einhändig verstärken, Tragfähigkeit verstärken, mächtig. Dann können wir die alten Stiefel auch gleich nochmal weglegen. Dann packen wir den Rest wieder in die Kiste. Und haben einen Rüstungswert von... Ups. 132. Ich glaube... Gut, unsere Kopfrüstung, ja, hat. Da haben wir keine Rüstung drauf. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir am meisten Rüstung hinzubekommen könnten. Aber da wir nicht immer zack an alles denken können. Weg. Passt das schon so. Yay. So, und wir machen jetzt weiter mit dieser Questreihe. Nein, ach Gott, egal. Komm, wir machen jetzt erstmal das.
da wir ja das Daedra-Herz und den Dingsbums haben, den, na, Trollfett, das Trollfett, ich glaube an der können wir ja für die Orks was machen. Wenn. So. Guten Tag, Ork. Bibliothekaren-Ork. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Aha. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. So. Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden. Ich habe gehört, dass ihr mir helfen Ich kann. Weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat. Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja. Na gut. Sinara! Wir kriegen unsere Bücher. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Okay, wie viele Seiten? Okay, Leute. Nehmen wir mit. Begonnen, die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Okay, zack. Das nehmen wir auch mit, die zwei Bücher nehme ich mit, kommen ins Bücherregal, werden gelesen. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser... So. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern... Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Dwemer-Ruine, ja. Mein Gott, dein Daddy sagte doch auch, dass es in einer Dwemer-Ruine ist. Warum dann also, wenn... Ja, gut. Warte mal. Binde. Ach so, hier gleich im Norden. Das ist Süden. N, Norden ist da. Wie komme ich denn da runter? Au. Wo wäre hier die zweite Quest? Ach komm. Irgendwas stimmt mit dem Ding gerade nicht, mit unserer Anzeige. Ah, jetzt stimmt sie.
Jetzt stimmt die Anzeige. Jetzt zeigt sie nach Norden. Da guck. So. Nun gut. Dann ab die Post und suchen wir den. Aber vorher boah, ist das lästig, aber das machen wir jetzt. Oh, das machen wir jetzt. Das habe ich vergessen. Ich möchte ja jetzt auch verstärkt auch in den Kampf, in den Nahkampf und so reingehen. Da bringt mir der Magierstein gar nichts. Kann ich zwar schön Magie skillen, ja, aber das ist jetzt nicht mein Ding. Sondern so, mach jetzt mal wieder hier hin. Viele Nordhimmelsrand gegen eine tiefe Abneigung gegen alle Elfenvölker. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Okay. Ja, dann sind alle Türen offen. Das stimmt schon. Ach, ja. Die Akademie. Sehr komisch gebaut. Ja. Oh Gott. Ja, egal. Ja, die Akademie, da werden wir dann auch irgendwann mal Dozent, also ja, richtiges Mitglied, nenne ich jetzt mal. Wir sind ja schon aufgenommen worden. Studieren aber seitdem lieber unsere eigenen Sachen. Weniger das Magische. Oh, von Eisscholle zu Eisscholle hüpfen, dann sparen wir uns das Schwimmen. Ups. Oh, siehe da, ein Nierenwurz. Haben wir schon lange nicht mehr. Gefunden, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Okay. Nicht da. Oh, Horka. Oh. Au. Oh, was habe ich denn da? Hey, ihr bringt mir alle nix. Ihr Horkerisen. Okay. Er drosselt ihn. Den Horka. Na gut, dann schwimmen wir mal. Ja, ein Lachs ist nicht so geil, gell? Nur Fleisch. Jetzt gucken wir mal. Zack, zack. Bist du? Ah. Ist das die Höhle? Ich mach's mit Einhandwaffen richtig viel Schaden gerade. Glaube ich. Außer Horker halten einfach nichts aus. Kann natürlich auch sein. Aber in dem Fall, dass ich da ziemlich viel Schaden damit mache, werde ich mir einfach eine zweite Einhandwaffe mir gönnen. Außenposten, okay. Ist also ein Outposten. Es ist wahrscheinlich ein bisschen kalt. Alter.
Der Horadrim-Würfel! Oh. Hallo? Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Okay. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Okay. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe. Relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet ist alles in der Nähe. Okay, könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Ja. Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Mhm. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. War dann sogar schon? Wo ist die Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Wälle, beim Turm von dem Sarg. Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Okay. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Also. Okay. Ich überschreibe einfach das Buch. Mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ich überschreibe einfach nur das Buch oder ne, also die Rolle. Ich habe ja die Rolle noch nicht. Wo ist der denn, Schwarzweite? Da. Ja, da war ich noch nicht. Alftand. Okay. Aber das ist relativ in der Nähe. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute. Gehabt euch wohl.